Inside Impro. Was Sie jetzt hören werden, ist komplett improvisiert. Nichts ist vorbereitet. Auf Basis einer Anregung führen die vier Improvisateure ein Gespräch, aus dem nahtlos eine spontane Szene entsteht. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Gute Arbeit Impro. Mit mir, Stefan Tietze. Mit mir, Katjana Gerz. Mit mir, Lena Kupke. Und Florentin Will. Herzlich willkommen. Und falls ihr euch fragt, warum Florentin, Katjana und ich so gut sind, liegt es daran, wir waren in New York und haben Impro gesehen. Yes. Lena war leider nicht dabei. Ich war in Hiesfeld. Hast du da auch Impro gesehen? Nö, ich bin da ein bisschen schön mit dem Hollandfahrrad um Rotbachsee gefahren, sonst habe ich gar nichts gemacht. Das heißt, die Stories, wir bringen Skill. Richtig, ich war im Leben, ich war am Kern. Na, machen wir's. Am Endenkern. Und damit viel Spaß heute. War noch jemand im Urlaub? Nein, viel Spaß heute. Captain Ükel schreibt nochmal zu euren Nutzernamen, wenn ihr da vielleicht ein bisschen Gang zurückschalten könntet. Danke. Schreibt Kreuzworträtsel Lexikon. Meine Oma hat ja tatsächlich so ein Lösungsbuch für Kreuzworträtsel, was ich immer total abgefahren finde, weil ja dann alle Leute, die ein Kreuzworträtsel machen, sich an diesem Lösungsbuch orientieren müssen, damit es nicht einfach nach zwei Jahren außer Kraft ist. Na, vielleicht haben die jedes Jahr eine neue Auflage. Wie so ein Dick. Von dem Lösungsbuch? Ja. Nochmal, deine Oma hat ein Schummelbuch? Ja, ein Lösungsbuch. Ob ich das Schummelbuch bezeichnen würde, weiß ich nicht. Ist ein Schummelbuch. Ist ein Lösungsbuch. Und wie meinst du, warum müsste man das immer erneuern? Naja, weil wenn du neues Rätsel schreibst, darfst du ja nicht Fragen benutzen, die nicht in dem Lösungsbuch sind. So, aber die arbeiten noch nicht zusammen. Die Schreiber arbeiten noch nicht mit dem Schummler zusammen. Wie? Also willst du mich verarschen? Du meinst, das ist ein Erzfeind? Ja, klaro. Oder was die machen, ist, dass die Schummler, die haben ein paar Nummern von den Schreibern und die sagen, hey, wenn du mir die Fragen gibst und die Antworten, gibst du mir ein bisschen Geld, dann kann ich das vorher rausbringen. Aber die sehen die Fragen doch in den Kreuzworträtseln. Ja, aber die können sagen, bevor sie es veröffentlichen. Ich glaube, es gibt jedes Jahr eine neue Auflage von so einem Lösungsbuch. Da verkaufen die auch mehr, man muss dranbleiben. Macht nicht... Kreuzworträtsel machen doch eh schon nicht so viel Spaß. Ne? Machen wir uns nichts vor. Objektiv machen die nicht so viel Spaß. Oh, Kuppi. Kuppi kriegt harte... Wird nicht mit dem Lösungsbuch der kleine Funkenspaß, der noch da ist, auch noch weggenommen, dass man sich fragt, was bleibt denn dann noch immer? Außer, ja, das stimmt, dass man mechanisch einfach einträgt, was da drin steht. Mich interessieren nur die Preise. Was ist mit den Preisen? Barbara, hast du kurz einen Moment? Ja, klar. Hast du kurz einen Moment? Entschuldigung, ja, sorry, dass ich störe, aber ich komme mit meinem Kreuzworträtsel einfach nicht weiter und ich dachte, ich frage nochmal kurz. Ich habe jetzt alles gelöst, also fast alles, bis auf die letzten beiden. Und okay. Ich habe jetzt nur noch dieses eine Ding und sorry, mega, weil ich war gerade drüben und habe meine letzte Waffe gegessen und wollte dann noch das Kreuzworträtsel beenden. Auf jeden Fall, das, was dir im Weg steht, mit zwei Buchstaben, keine Ahnung, kommst du drauf? Das, was dir im Weg steht. Mit zwei Wörtern. Mit zwei Buchstaben. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht. Was soll es sein? Bo, Ko, Uff. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, an wen ich mich noch wenden soll. Ich habe keine Ahnung. Ja. Gibt's da irgendjemanden? Weißt du was? Wenn ich ganz ehrlich bin, also ich habe das Buch dabei, also das Kreuzwerk. Moment, ich bin kein, also nur, dass du es weißt, ich bin kein Schummler. Also, Das ist kein Schummeln, das ist nur... Ich bin, nur, dass du es weißt, ich bin nicht einer von denen. Okay, ich bin einer von den Kreuzworträtseln, Lösern. Ich bin keiner von den Schummlern, okay? Ich wusste nicht, dass das eines von diesen Häusern ist, dass du dazugehörst. Ich sag doch nicht, dass ich es benutze. Ich weiß von Ricky, dass wir so ein Buch haben. Und anscheinend, du bist halt am Essen. Wie viele Waffeln bist Jemanden du schon fragen, drin? Ist die siebte, aber mit dem Fragen ist was anderes, aber Schummeln, okay, sorry, dann habe ich dich für einen anderen Menschen gehalten. Tut mir leid. Also, hey Bernd, hier ist dein Gewissen. Du willst dieses Buch doch genauso. Du willst dieses Buch doch genauso, wie sie will, dass du es endlich benutzt. Ich bin kein Schummler. Stell dir deinen Fehler doch einfach mal gerade vor. Das ist doch genau das, was du jetzt brauchst. Das ist genau das erste Kreuzworträtsel, was du endlich lösen willst. Du brauchst dieses Buch. Engelchen? Tu's nicht, schummel nicht, tu's nicht. Hör nicht auf dein Gefühl, bleib ehrlich. Ich bin kein Schummler. Vielleicht
Den ersten Buchstaben? Nein, tu es nicht. Geh lieber wieder zurück zu den Waffeln. Gib mir nur den zweiten. Du bist zu dumm, das eine zu lösen. Gib mir nur den zweiten. Nur einen. Ich bin kein Schummler, aber wenn du es, sag doch einfach mal. Okay, ich hole das Buch mal raus. Okay, ich kann das gar nicht sehen. Nein, lass dir nur den ersten Buchstaben. Das ist auch kein richtiges Schummeln. Und danach legst du deine Frau flach. Danach legst du dir zum ersten Mal seit 12 Jahren legst du mal wieder deine Frau schön. Guck mal, wie sie der sich das Zimmer im Regal ist. Entschuldigung, aber das Buch ist schon interessant. Hör auf den Teufel. Das ist eine Sache. Hör auf den Teufel. Was? Leg die Frau flach. Hör auf den Teufel. Wie du mir recht? Ich sag nur, ich hab das Buch extra. Sorry, ich hab grad intern ein bisschen. Was sagst du? Ganz kurz. Naja, weil Liebe machen ist ein guter Weg. Da bin ich voll auf der Seite des Teufels. Wow, das können wir uns ganz kurz auf die Kreuzworträtselnummer konzentrieren. Klar, ganz kurz mal eben. Wir haben auch andere Probleme gerade. Du gibst mir recht. Nur in dieser Sache, weil es um Liebe machen geht. Aber merkst du, wie gut uns das tut? Ja, ich merke das. Ich merke diese Verbindung. Vielleicht können wir kooperieren. Ich bin dein Gewissen. Hör nicht auf sie. Sie lügt aber es doch tut immer. Gut. Es tut gut, dass sie mir recht gibt. Hör auf mich. Wir können es durch die Liebe verbinden. Der Teufel des Teufels. Sag mir ganz noch kurz, warum soll ich nicht auf sie hören? Sie lügt. Wie sie lügt? Sie will doch nur, dass du schlecht dastehst. Engelchen? Sie lügt überhaupt nicht. Sie will, dass du zusammenarbeitest. Zu dir habe ich kurz eine Frage. Wie wird man Engelchen des Teufelchens? Bist du strenger? Ich wollte ganz kurz. Was? Schatz, Entschuldigung, ist alles okay bei dir? Du stehst hier, redest nicht und guckst die ganze Zeit ganz verwirrt nach rechts, nach links. Kurzer Moment, ich bin gerade ganz. Schatz, du bist kein Schummler. In meinen Augen wirst du kein Schummler sein. Wir können dieses Buch benutzen, ganz kurz. Du guckst nur ganz kurz drüber. Ja, benutze es. Okay, und vielleicht könnten wir dann endlich uns einfach mal hinlegen zusammen. Nebeneinander. Ein bisschen. Ja, deine Frau geliebt. Du hast gesagt, wenn du fertig mit diesem letzten, wie viele Kreuzworträtsel du jetzt schon machst, das ist das 817. Und du hast gesagt, wenn du das fertig bekommst, dann endlich. Dann fickst. Entschuldigung. Dann machen wir Liebe. Haben wir Sex. Okay, sag's mir. Das, was dir im Weg steht mit zwei Buchstaben. Du. Lukunil schlägt vor, tanzen. Na, da drehe ich mich doch zu Lena um. Die hat die besten Tanzstories. Ich habe die besten Tanzstories. Es gibt ein Facebook-Video von dir, wie du tanzt. Es gibt viele Facebook-Videos von mir. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ganz. Was macht ihr da? Rhythmisch, ganz lieb. Jetzt werde ich rot. Ja, das stimmt. Vor allem, ich finde, du hast beim Tanzen dein Gesicht so gut in der Kontrolle. Ja, ich bin extrem kontrolliert in allen Situationen. So der Rest deines Körpers. Der ist ein bisschen wechselig. Aber dein Gesicht immer so toll lächelnd und wirklich so auf jemanden zugehen. Toll. Ja, ich komme sehr gut an beim Tanzen auch. Aber du bewegst deinen Mund nicht, wenn du tanzt. Doch, ich singe immer mit. Ja, ich auch. Das ist halt uncool. Das ist halt vor allem, wenn du den Text nicht kennst. Richtig, das ist mir auch scheißegal. Oder sowas. Ja. Ich war im Tanzkurs sehr lange und habe getanzt mit Standard? Meiner damaligen Freundin. Und das war ein bisschen unangenehm in dem Moment, da war es einmal sehr warm. Und die haben die Klimaanlage nicht so ganz hinbekommen, da in diesem Tanzstudio. Und es war echt furchtbar, weil für alle anderen war es kein Problem, außer für mich. Ich habe unfassbar geschwitzt. Also das habe ich noch nie erlebt. Die ganze Zeit lief einfach so. Es war nicht wirklich viel zu warm. Es war so ein Grad über eine Temperatur, wo man sagen würde, ja, ist eigentlich okay. Und dann sind wir da rumgetanzt. Und ich war der einzige Mensch in diesem Raum, der die ganze Zeit einfach dem lief so, wie Tränen liefen mir so Schweiß einfach von der Stirn. Und ich konnte das nicht ertragen. Aber wie Tränen? Wie so kleine Klumpen lief so. Schweiß von meinem Kopf wie Nappe. Und ich weiß nicht, woran das lag. Und dann haben wir halt Walzer getanzt, wo man auch so rumwedelt und das war wirklich unangenehm, vor allem für meine Tanzpartnerin, weil sie halt den offiziell uncoolsten Typen im ganzen Raum hatte. Das war echt uncool. Baby, ich liebe dich. Ich liebe dich genau wie du bist mit deinen rot gefärbten Haaren und so. Also, aber wir müssen irgendwie darüber reden und das Ding ist halt, du weinst vom ganzen Körper. Also, ich bin ein emotionaler Mensch. Ja, du bist ein emotionaler Mensch und das verstehe ich und deswegen liebe ich dich auch so. Aber bitte, weinen. Schatz, du weinst von deinem Stirn. Wie kann das sein? Das ist eine seltene Krankheit. Meine Eltern haben mir damals gesagt,
Das ist eine seltene Krankheit und die Schweißdrüsen sind ganz eng mit meinen Augen verbunden und wenn ich die Nervenbahnen habe, sind ja ganz komisch verbunden und ich weiß, es tut mir leid. Oh, jetzt hör auf, einfach auf zu weinen. Es tut mir so leid, aber es tut mir so leid. Okay, soll ich halte mal hier zu. Ja, ja, aber dann kommt es woanders raus, das habe ich auch schon gesagt, der Ellenbogen ist dann betroffen. Das ist für dich eine Krankheit. Und ich weiß, kann man denn dagegen irgendwas machen? Also deswegen habe ich mich versucht mal mit fröhlichen, du weißt, dass ich gerne Comedians gucke und gerne Comedy-Filme gucke, dass ich mich gerne nicht mit emotionalen Dingen beschäftige. Ja, aber dann lachst du so viel, dass du auch weinst. Ich weiß, ich bin sehr mit extremer Mensch. Oder ist das nicht lustig? Oh Gott. Schatz, jetzt, ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal zum Arzt und gucken mal, ob wir irgendwas machen können. Vielleicht gibt es ja eine Operation oder sowas. Ich glaube nicht. Aber glaubst du, du kannst mich nicht lieben, anders? Glaubst du, du kannst mich nicht lieben, wenn ich so bin? Warum kann ich nicht so bleiben, wie ich will? Oh Gott, okay, jetzt wird's immer schlimmer. Entschuldigung, aber jetzt hier. Ich stehe ja die ganze Zeit schon in der Wanne, deswegen. Denk an was Fröhliches, denk an was anderes. An was denn? An was? Was ist so Fröhliches passiert jemals? Einem Menschen, der die ganze Zeit weint und die ganze Zeit nass ist. Okay. Deswegen gehe ich so gern schwimmen. Schwimmen mag ich. Deswegen bist du jeden Tag im Schwimmbad. Ich mag schwimmen. Wir cutten zum Arzt. Und meine Eltern haben halt gesagt, das wäre diese seltene Krankheit. Immer wenn ich weine, dass dann die Tränendrüsen nicht so richtig mit meinen Augen verknüpft sind, sondern mit meinem ganzen Körper halt an den Schweißdrüsen auch hängen. Und deswegen, immer wenn ich weine, kommt es überall raus. Mhm. Deswegen habe ich diese tragbare Wanne. Ich bin in dieser Wanne, schiebe ich mich die ganze Zeit durch die Welt. Mhm. Wie Sie sehen, haben Sie sich wahrscheinlich gefragt, was will er mit der Wanne hier? Stehe ich ja die ganze Zeit. Ehrlich gesagt. Haben Sie sich nicht gefragt, was ich normal. Will? Ja? Ich finde, jeder, der mit einer Wanne durch die Gegend fahren möchte, soll das auch tun. Vielen Dank, also das freut mich sehr. Und meine Freundin wollte jetzt unbedingt, dass ich mit diesem Arzt kommen, weil das ja nicht normal ist. Das ist ja nicht normal. Also ich kann halt, wenn Sie sagen, es ist ganz normal mit der Wanne, aber meine Freunde, die schließen mich aus. Mhm. Wir mussten zweimal umziehen, weil wir halt überall Wasserflecken haben. Die Sache ist die, ich kann jetzt natürlich nicht so viel daraus ziehen, wenn Sie mir das erzählen. Ich müsste halt wirklich mal vor Ort sehen. Deswegen möchte ich jetzt ganz kurz einen Test machen. Ich habe hier meine Assistentin Lea Knauser, die wird Sie nicht beleidigen. Bitte nicht Schindlers. Okay. Die wird Sie beleidigen. Einfach damit ich es mal sehe, wie es aussieht, wenn Sie tatsächlich weinen. Einfach damit ich mir dann selber einen Eindruck davon machen kann. Von daher bitte. Einfach anfangen? Aber vielleicht nicht so ganz so böse. Ich glaub, okay, wir fangen durchaus untenrum auch. Ja. Untenrum anfangen? Mhm. Okay, so. Soll das ein Gesicht sein? Das ist ein Biber-Gesicht. Sie sehen aus wie ein Biber. Biber? Mit Hasenzahn. Und was soll das überhaupt mit diesen roten Haaren? Sie wissen, was man über Männer mit roten Haaren sagt? Wissen Sie das? Ja. Da läuft wohl einiges nicht so gut bei Ihnen. Gut. Ja? Und okay, diese Augen, ist das irgendwie ein Schielkopf? Das ist ja ein Erbsenkopf. Sie haben einen Erbsenkopf. Ja. Ihr Kopf ist klein wie eine geschrumpelte Erbse. Geh auf Fett ein. Und Sie sehen es doch jetzt, Herr Doktor. Sie haben keine Zukunft mehr. Und Sie haben auch ein paar Burger zu viel gegessen. Und das ist noch untertrieben. Sie sind einfach fette, ekelhafte Sau. Das ist ekelhaft. Das kann man. Das ist widerlich. Das ist widerlich. Sie sehen doch, die Wanne ist voll. Wackel mal so ein bisschen. Sie ein echter Arzt. Man muss kotzen, wenn man sieht. Sehr gut, dreh mal um. Im Badezimmer hängen gar keine Diplome. Ja, dreh mal um. Keine Frau schön. Der Welt will mit Ihnen schlafen. Hier. Das ist wirklich, das ist Verletzung. An. Das ist, ja, lass mitlaufen. Das ist Verletzung. Mach mal Hose runter. Das ist eine Beleidigung, ist das. Das ist Hose ekelhaft. Runter. Und Sie schwitzen und Sie stinken. Wissen Sie eigentlich, wie Sie stinken? Sind Sie ein echter Arzt? Sie stinken wie der schlimmste Schimmelkäse, den ich je gerochen habe. Und was soll das überhaupt? Sind das Hautschuppen? Sie hat mit allem recht. Ich weiß. Und sehen Sie, da liegt doch auch schon die Lösung auf der Hand. Ich verschreibe Ihnen eine Salbe, die einfach alle zwei Tage einfach einsalben. Was einsalben? Da, wo es feucht ist. Wo es brennt. Okay. Und ansonsten, wichtig ist, jede Reise beginnt mit einem Schritt. Ja? Wenn das Leben mit Ihnen jongliert, nehmen Sie die Bälle selber in die Hand. Okay? Und suchen Sie nach dem Geheimschlüssel. Die Schlagzeile der Woche. So, Freunde, kommen wir nun zu unserer allseits beliebten Rubrik Fake News. Hier schauen wir uns die Lokalpresse an und filtern die interessantesten Schlagzeilen raus. Heute haben wir vier dergleichen zur Auswahl. Und zwar, ich lese vor und ihr wählt euch eine aus. Ja.
Großbritannien. Ärzte entdecken 27 Kontaktlinsen in Auge von 67-Jähriger. Jesus. Wie viele? 27. Zweitens. Elterninitiative warnt Schwangere in manchen Teilen Deutschlands zu urlauben. Hä? Was? Warte. Elterninitiative warnt Schwangere in manchen Teilen Deutschlands zu urlauben. Oh, das kann ich mir selbst. Zu urlauben. Ja, dieser Artikel hat, der Artikel hat auch nur 2 von 5 Sternen. Also. Drittens. Stimme von Kermit, dem Frosch, nach 27 Jahren gefeuert. Ja. Und letztens, Polizei nimmt Verbrecher fest und der geht vor seiner Freundin auf die Knie. Ja, die Kontaktlinsen natürlich. Ja, Kontaktlinsen. Also, Großbritannien. Ärzte entdecken 27 Kontaktlinsen. Wir haben schon wieder die 27, ne? Kermit ist nach 27 Jahren gefeuert. Ja, sie hat 27 Kontaktlinsen. Was ist mit der 27? Muss ich nochmal vorlesen, weil wahrscheinlich... Ist sie noch die Frau, die 26 Jahre lang so getan hat, abzuslinschen? Großbritannien. Ärzte entdecken 27 Kontaktlinsen in Auge von 67-Jähriger. In Großbritannien sollte bei einer 67-Jährigen eine graue Star-Operation vorgenommen werden. Doch die Untersuchung im Vorfeld des Eingriffs ließ die Ärzte staunen. Sie fanden im Auge der Senioren nämlich 27 Kontaktlinsen. Momentan haben wir noch nicht mehr Informationen als die Schlagzeile. 17 Linsen waren zusammengeklebt. 10 weitere waren im Auge verteilt. Oh nein! Die Frau hatte dies angeblich nicht gemerkt, was die Ärzte wunderte, denn sie dürften das Auge schwer gereizt haben. Ich kann das gar nicht so Augen. Ja, aber das ist eigentlich schlimm. Das ist so gut. Aber vielleicht war die Alkoholikerin oder so und hat immer so gesoffen und hat halt abends dann vergessen, die rauszunehmen. Und am nächsten Morgen wieder, ach ja, stimmt, Kontaktlinsen muss ich noch reinmachen. Oder sie hat gedacht, Kontaktlinsen funktionieren so. Die lösen sich einfach irgendwie aber, auf. Ja. Wie Kaugummi. Mhm. Selbstlösende Fäden. Ich glaube, sie wollte einfach noch besser sehen. wollte so zoomen können. Ja, sie wollten besser sehen einfach. Frau Meier! Ich habe Ihnen gesagt, eine Prothese reicht. Warum tragen Sie jetzt 3 Beinprothesen übereinander? Sie sind jetzt 12 Meter groß. Was ist das denn für eine... Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Hä, hey, ich dachte einfach... Sie sind total groß. Sie wollten... Was ist denn... Was stellen Sie sich denn vor? Naja, ich dachte, das ist besser groß als zu klein. Ja, das ist wohl richtig, aber Sie sind jetzt sehr groß. 12 Meter. Wie kommen Sie überhaupt hierher? Meine Arztpraxis ist locker 12 Kilometer von Ihnen entfernt. Sind Sie zu Fuß gegangen oder was? Ja, ich habe einen großen Schritt gemacht. Oh Gott. Das ist aber nicht der Plan. Ja. Sie sollten einfach wieder schön gehen können, deswegen haben wir Ihnen die Prothesen besorgt. Aber doch nicht 3 übereinander. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Wie auf eine Idee? Ich dachte, ich war ein bisschen, dass ich ein bisschen besser laufen sollte. Und ja. Warum gab es die dann auch ein Angebot? Das weiß ich kaufen nicht. Wenn wir diese Firma, kriegen Sie noch eins oben drüber. Weil für Freunde, für beinlose Freunde, Sie haben doch sicher noch viele beinlose. Da hätten Sie was abgeben können. Aber warte, ich ziehe mich der Sinn. Mal hin, ich höre Sie ja, so schlecht. Ja, kommen Sie mal runter, bitte. Ja. So, da haben wir es doch. Ich glaube wirklich, dass diese beiden Prothesen für die beiden. Sorry. Das will ich, diese beiden. Auch. Sorry. Ja. Für einfach komplett reicht, wenn Sie einfach diese beiden Beine Prothesen benutzen und nicht einfach die übereinander stapeln. Ich meine, was ist denn da oben? Wie ist das Wetter da oben? Ja, das kommt ja ganz gut. Ja, okay. Okay. Alles klar. Naja, weil ich sag mal so, das ist nicht in der Sache. Und diese Beinprothesen sollten Sie vielleicht einfach abgeben. Also ich sag jetzt einfach mal nein, weil ich sehe da keinen großen Grund. Also mir gefällt das so, mein neues Ich, ein bisschen größer zu sein. Mein Mann liebt es auch sehr, der Rüdiger. Und ja, was ist mit dem eigentlich? Sie hätten das auch vorher, wenn es so ein No-Go wäre, hätten Sie das vielleicht vorher in der Beschreibung. Ich dachte ja auch, das wäre klar eigentlich, dass man die nicht übereinander trägt. Ich meine, aber ja, können wir nicht nochmal darüber sprechen, dass vielleicht, ich meine, es macht nicht so viel Sinn. Also ich verstehe, Sie finden es toll, dass Sie wieder gehen können, aber... Macht es nicht mehr Sinn, einfach mit 2 Prothesen? Es reicht doch. Ich meine, wie normale Menschen. Sie wollen nicht normal sein, sie wollen auch normal sein. Sie kommen ja gar nicht durch meine Praxis jetzt hier durch. Ja, deswegen habe ich auch den Termin nach draußen verlegt. Also ja, ich habe mich schon gewundert. Und dann kamen sie da angelaufen. Da habe ich sie in den Häusern hinten im Horizont schon gesehen. Ganz kurz, Herr Doktor? Ja. Ganz kurz. Kann ich Sie ganz kurz unter Führung sprechen? Klar, sorry. Ganz kurz, entschuldigen Sie mich kurz, okay? Ja, Entschuldigung, wir sind gleich wieder bei Ihnen. Ich gehe ein paar Ich wollte nur sagen, ich habe gerade mit den Vertretern telefoniert ja. Und sie wissen, wie viel Provision wir pro Prothese
Prothese bekommen. Ja. Und sie wissen, Prothese, also Prothese. Prothese. Sie wissen, ich bin gerade mitten in der Logopädie. Ich finde es so lustig, dass das man pro Prothese. Es ist gar kein Problem, ich kann mit Kritik umgehen. Damit arbeiten wir auch in der logopädischen Therapie. Ihr seht lustig aus von hier oben. Super. Sie wissen, wie viel Geld wir bekommen und wie viel Schulden wir haben für die Praxis. Ja. Also warum der Frau nicht ihr Glück gönnen und warum der Frau nicht... Verstehen Sie? Mehr Prothesen. Vielleicht auch noch an den Armen. Ich meine, wer lange Beine hat, braucht auch lange Arme. Einfach mal drüber nachdenken und was kriegen wir für die Arme? Auch jede Menge. Mehr Glück. Vielen, vielen Dank. Ich kriege wieder zurück. Oh, sind Sie auf ein Auto getreten da draußen oder was? Das hat keiner gesehen, oder? Naja, ich habe es gehört. Gegenvorschlag. Ich finde es super, wie groß sie sind. Mega cool. Ich meine, diese 12 Meter, sie können ja mega schnell von A nach B kommen. Ne? Ich meine, sie sind ja richtig mobil. Aber nervt es nicht? Haben sie nicht Stümmelarme im Vergleich zu ihren wunderbaren, langen, prächtigen Beinen? Haben sie nicht das Gefühl, dass sie schlecht Dinge aufheben können, müssen sich mal bücken? Ja, also das hat meine Beziehung zu meinem Rüdiger ein bisschen gestärkt, weil er mir halt dann bei allem hilft. Rüdiger, eben. Wollen wir nicht einfach sagen, sie brauchen längere Arme? Ist das nicht das? Ist das nicht die Lösung zu allem? Und einen längeren Hals? Oder mehrere Ohren? Oder was auch? Der Rüdiger braucht vielleicht auch einfach Beine. Braucht der Rüdiger auch Beine? Damit man auf Augenhöhe alle groß. Ist. Dann sind sie alle so groß. Auf Augenhöhe, Gespräche auf Augenhöhe, sagt man ja auch. Also gibt es dann auch dieses, kaufen Sie drei, kriegen Sie noch das dritte? Ja, oder kaufen Sie drei, kriegen Sie drei. Können wir mal gucken, wie wir das machen, ne? Einfach mal, aber sind alle schön groß. Machen wir so? Also, ja, natürlich. Bin halt jetzt ein bisschen, ich habe kein Geld mehr. Das heißt, ja, aber Sie können einfach jetzt Leute von A nach B tragen oder so. Oder Kredit aufnehmen. Kredit aufnehmen. Das stimmt, ich kann einen Kredit aufnehmen. Ja. Ne? Okay. Gut. Kommen Sie gut nach Hause, wünsche ich. Einen schönen Heimweg, ne? Ja. Machen Sie es gut. Okay. Das war Katjana Gerz. Florentin Will. Und die anderen beiden. Tschüss. Vielen Dank für alle eure Einsendungen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.